Lass mich das doch machen, Papa. Ja, na, es geht schon. Ist lieber noch was. Du fährst doch heute zur Bank, nicht wahr? Warum fragst du? Gegenüber ist doch Kunert und Söhne. Ja, was brauchst du denn? Ja, einen neuen Eimer. Der alte tut's wirklich nicht mehr. Und für dich ist es doch bequemer mit dem Auto. Ich hasse die Schlepperei in den vollen Bahnen. Ja, natürlich, Ingrid. Hoffentlich vergesse ich's nicht. Bin ich aber spät dran. Du, das Geschirr muss ich heute stehen lassen. Macht nichts, ich räume schon weg. Danke, Papa. Ja, sicher, Volker. Darfst ihn ruhig fragen, wenn er fährt. Auf Wiedersehen, Tante Ingrid. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Morgen, Herr Dreier. Morgen. Ein Einschlag für Sie. Heute habe ich Sie doch noch erwischt. Ja. Bin spät dran. Ich muss gleich los. Ein Kugelschreiber. Stock. Was willst du? Du hast die Zeitung gelesen. Ich habe keine Zeit. Also hast du sie gelesen. Ich muss weg. Stockert. Wenn du zur Polizei willst, sollten wir vorher miteinander reden. Meinetwegen. Nur mach's kurz.
mitfahren, Onkel? Hey, Kleiner. Hier in der Tonne, da können wir dich mitnehmen. Aber auf dem Wagen, das ist für Kinder verboten. Bis zu Onkel Dreier, bitte. Moin, Herr Dreier. Ich mach das Tor schon auf. Onkel Dreier! Onkel Dreier! Ja, 239.963,57. Einen Augenblick, bitte. Es ist in Ordnung, Herr Dreier. Ich bin seit einigen Tagen hier und bei dem hohen Betrag. Bitte schön. Das Handjahrwerk, bitte. Siebenundfünfzig.
Tag, Herr Dreier. Auf Wiedersehen, Herr Dreier. Lassen Sie mal, Herr Wachtmeister. Der Herr ist Kunde bei uns. Los. Ist nervös, was? Wegen 2 Mark, wo gibt's denn sowas? Das ist nicht so gut, er hat nicht so 100.000 gesagt. Ach so, aber trotzdem. Danke, ist leider verboten. Naja, Sie haben schon recht, das ist sonst die Ruhe selbst. Endlich, Herr Kettele. Dr. Hartke hat schon ein paar Mal Ihnen gefragt. Sie haben wieder nicht zu Hause gefrühstückt. Sie werden bestimmt noch mal... Magengeschwüre kriegen, Fräulein Klings, ich weiß. Aber wenn Sie mir jetzt einen Kaffee kochen würden, aber einen von Ihrer guten Sorte... Boah. Ja? Dr. Hartke. Wollen Sie schon wieder? Ich habe ihn oft genug gesagt. Herr Kommissar. Nein, Lüdiger, also nehmen Sie das Ding wieder mit. Ich würde Ihnen ja gerne gefallen tun, aber mein Hintern braucht Komfort. Ja, schon, Herr Kommissar, aber seit wir auf Fräulein Dietburg umgestellt haben, können wir die alten Möbel inventarmäßig nirgends mal unterbringen. Heute habe ich endlich den Aktenbock von Herrn Röttger austauschen können. Ja, fünf Wochen habe ich dazu gebraucht. Gegen einen Rollschrank womöglich? Ja, einen ganz nagelneuen. Also, Lüdiger, bei mir haben Sie kein Glück. Machen Sie Kehrtens aus dem Saat mit Ihrem Bürostühlen. Ja, gut. Jetzt werden Sie einem noch das Gehirn mit Lochkarten stanzen. Einigen Leuten könnte das vielleicht gar nicht schaden. Aber ich möchte unbedingt von Fräulein Ingrid bedient werden, Frau Moratz. Ja, für Fräulein Dreier hätten Sie sich anmelden müssen, gnädige Frau. Vielleicht könnte es noch möglich machen. Ja, waschen und legen. Ach, na, danke vielmals, Frau. Entschuldigung. Salon Moravsky? Ja, Augenblick, ich gebe es Ihnen. Fräulein Dreier, Telefon. Ja, heute geht's beim besten Willen nicht mehr, Frau Moravsky. Nein, es ist die Firma Ihres Vaters. Man fragt nach ihm. Nach Vater? Mhm. Entschuldigung, bitte. Wenn Sie einen Moment Platz nehmen möchten, vielleicht kann ich es doch noch einrichten. Ja, bitte? Ach, Herr Siegmann. Nein, seit heute Morgen nicht mehr. Ja, wie immer. Wir haben zusammen gefrühstückt, dann bin ich aus dem Haus. Ich war mit der Bahn. Er macht sich anschließend fertig und fährt kurz vor 8 mit dem Wagen. Ja, heute auch. Warum? Er hat um 9:10 mit 240.000 Mark Lohngeldern die Bank verlassen und ist noch nicht eingetroffen. Jetzt ist es 10:30. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 20 Minuten. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nein, natürlich nicht. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Hoffentlich, Fräulein Dreier. Es tut mir sehr leid, aber ich werde die Polizei benachrichtigen müssen. Nein, bitte nicht. Ich möchte erst noch mal selbst zu Hause anrufen. Warten Sie bitte noch 10 Minuten. Wenn ich ihn erreichen sollte, rufe ich sofort zurück. Was ist mit Ihrem Vater? Weiß es nicht. Ist ja nicht gut, möchte Sie nach Hause. Werde ich mir eigentlich bedient oder nicht? Also, von mir aus können Sie ruhig gehen. Es tut mir schrecklich leid, Herr Frau, dann kann es leider doch nicht möglich machen. Vielleicht morgen. Danke, Frau Mohr. Aber dann nur bei Frau Ingrid. Aber selbstverständlich, Frau, darauf können Sie sich verlassen. Morgen. Ah, natürlich. Kaffee für den Chef. Und ich darf mich an der städtischen Wasserleitung bedienen. Sie haben eine Wirtin, die Ihnen Ihr Frühstück ins Zimmer bringt. Ans Bett, Fräulein Klings. Nur mit einem durchsichtigen Negligé bekleidet.
Herr Hornschuh ist da. Hier. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, das glaube ich. Da waren sie auch noch sehr klein. Die Sache spielte in Remscheid. 5 Menschen kamen dabei ums Leben. Man sprach von Brandstiftung. Den Täter hat man jetzt erst gefasst. Und in der Zwischenzeit? Oh, wahrscheinlich das Übliche. Irgendwer ist da an Routine erstickt. Außerdem soll gelten, einen Panzerschrank verbrannt sein. Das habe ich schon damals nicht geglaubt. Aber das ist deren Bier. Haben Sie zufällig Streichhölzer? Ja, warum ich Sie rufen ließ. Weil Unterschlagung fehlt wieder mal die Hilfe wegen Griffe. Der Chef hat uns um Unterstützung gebeten. Das heißt, wir... Das heißt, ich. Erraten. Also, ein Mann ist mit 250.000 durchgegangen. Er wohnt mit seiner Tochter zusammen. Sie sollen das Mädchen vernehmen, Hornschuh. Die Adresse hat Lumbeck. Personenbeschreibung, Autonummer auch. Alles andere schon veranlasst. Fahndung nach dem Wagen und so. Das Mädchen ist sofort von ihrer Arbeitsstelle nach Hause, als es davon hörte. Ich verstehe. Wir sollten keine Zeit verlieren. Moment. Was gibt's Neues im Falle Fuhlsbüttel? Der Junge war bis eben bei mir. Ich fahre nachher noch mal raus und spreche mit dem Abteilungsdirektor. Manchmal kann das nicht schaden. Na schön, Hornschuh. Da werden Sie heute wieder mal bestens beschäftigt. Ja, Hornschuh hier. Ein Wagen bitte sofort. Wie? Nein, nicht für den Chef, für mich persönlich. Schneiderhahn, bitte. Oh, haben Sie zufällig Streichhölzer? Streichhölzer? Sie sind unverbesserlich, Hornschuh. Der hat's aber eilig. Ja, haben Sie schon mal eine Friseuse gesehen, die nicht hübsch ist? Was willst du denn, Volker? Mir ist schon wieder der Ball in den Garten gefallen, Tante Ingrid. Ja, dann hol ihn dir. Volker, komm doch mal her. Na, komm schon. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun. Sag mal, hat dich Onkel Dreier eigentlich heute Morgen mitgenommen? Na, wieso nicht? Hast du ihn nicht gefragt? Ich habe mich nicht getraut. Warum denn nicht? Weil, da war doch der kranke Onkel. Mal, was erzählst du da für Geschichten? Ich habe es doch gesehen. Onkel Dreier hat ihn hinten in den Kofferraum gelegt. Volker, jetzt erklär mir mal ganz genau, was hast du gesehen? Mein Ball war hinter die Garage geflogen. Ich kann bestimmt nichts dafür. Und da hat er den kranken Onkel ins Auto gelegt. Ich habe es gesehen. Na ja, ist gut. Geh jetzt und spiel weiter. Könnte ich bitte Herrn Stockart sprechen? Mein Mann ist nicht zu Hause. Mit wem spreche ich? Es ist sehr wichtig. Können Sie mir sagen, wo Ihr Mann sich aufhält? Das
weiß ich nicht. Er hat heute Morgen das Haus verlassen, ist seitdem nicht zurückgekommen. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Guten Tag. Sind Sie Fräulein Ingrid Dreier? Ja, Sie wünschen? Hornschuh, Kriminalpolizei. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen wegen Ihres Vaters. Darf ich einen Augenblick reinkommen? Ja, bitte. Danke. Seien Sie doch vernünftig, Mann. So können Sie nicht nach Hause fahren. Das will ich Ihnen beweisen. Passen Sie mal auf. Sie können mir folgen, wenn Sie wollen. Da passiert gar nichts. Das können Sie mir glauben. Ich bin Schauspieler. Das glaube ich Ihnen ja auch. Aber jetzt geben Sie mir den Schlüssel. Wenn Sie ihn ins Schloss stecken, muss ich Sie anzeigen. Jetzt geht's noch ohne. Schlüssel und Papiere können Sie jederzeit auf dem Revier abholen. Jetzt steigen Sie aus und fahren Sie mit der Straßenbahn. Das geht nicht, Herr Polizeigeneral. Wieso? Wohnen Sie außerhalb? Nee, das nicht, Herr General. Aber das Geld für die Straßenbahn haben die da drin. Das können Sie von mir kriegen. Sie können das jederzeit. Polizei. Zurückgehen. General. Sie die Papiere abholen auf der Polizei. Eine Mark. Hören Sie mal, ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin hier privat. Fürs Auto langt's noch, für die Straßenbahn nicht mehr. Zeiten sind das. Guck mal. Was ist? Die Nummer kommt mir bekannt vor, oder? Ob wir von dieser Stelle noch mal wegkommen? Anscheinend nicht. Die Nummer stimmt nämlich. Unterschlagung. Dreier ist die Sache. Wird gesucht seit gestern Morgen. Alles muss uns passieren. Es gibt wieder einen schriftlichen Bericht, du wirst sehen. Wachmeister, mit mir können Sie das nicht machen. Sie. Wachmeister, Sie. Mit mir nicht, Herr Wachmeister. Mit mir nicht. Du sag mal, seit wann regnet's? Seit 4:30 etwa. Warum? Der Wagen steht schon länger hier. Die Straße drunter ist trocken. Peter 16 an Zentrale. Ja, Peter 16, bitte kommen. Peter 16, wir kommen mit Bericht. Betrunkenen Kraftfahrer am Steuer seines Wagens verhindert. Papier und Schlüssel sichergestellt. Außerdem das gesuchte Fahrzeug aus der Fahndung Dreier gefunden. Witternstraße, Nähe Klütjenfelder Hafen. Wagen ist abgeschüttelt und verschlossen. Steht schon länger hier. Die Straße drunter ist trocken. Ende. Verstanden. Wir schicken Schlosser und Kranwagen. Warten Sie dort und fertigen Sie schriftlichen Bericht. In Ordnung. Habe ich es nicht gesagt? Ach, zum Trost. Danke. Nichts bleibt einem erspart. Seltsam. Sie hatten den Eindruck, dass mit der kleinen Dreier was nicht stimmt? Ich bin fast sicher. Wenn ein Mensch, der nahe steht, so etwas gemacht hat, wenn so einer mit einem Haufen Geld durchgeht, dann will er vielleicht etwas verbergen, ihm helfen, seine Spuren zu verwischen. Na und?
glaube, sie hatte Angst. Angst wovor? Wenn wir das wüssten. Norton Poolsbüttel, nichts Neues, wie? Nein, sie geben dem Jungen das beste Zeugnis. Wenn Sie auf mildernde Umstände aus sind, der Direktor ist bereit. Der Junge hat heute Morgen ein volles Geständnis abgelegt. Ja, aber wir sollten versuchen, auf Totschlag zu kommen. Da kann er wenigstens noch mal von vorn anfangen, bei Mord nicht. Aber das Dreier ist Wagen. Ja, Tag, die Herren. Tja, die Untersuchung der Schmutzablagerung unter den Kotflügeln hat ergeben, dass der Mann nicht auf dem kürzesten Weg von der Bank zum Hafen gefahren ist. Es finden sich jüngere Schichten von Lehmboden, Erdstraßen und Kiefernadeln. Aber was soll das heißen? Der Wagen hat sich zwischen gestern Vormittag und heute früh außerhalb des Stadtbereichs befunden. Außerdem sind vorübergehend beide Kennzeichen ausgewechselt gewesen. Sehen Sie, bei den meisten Wagen findet sich zwischen Stoßstange und Kennzeichenschild eine ansehnliche Rost- und Schmutzkruste. Sie müsste auch hier vorhanden sein, aber sie fehlt. Wir haben Spuren dieser Materie unter der vorderen Bodenmatte gefunden, wo die ursprünglichen Kennzeichen deponiert worden waren. Na, hören Sie mal, Herr Röpke. Sie können sich darauf verlassen, dass die KTU gewissenhaft arbeitet. Sehen Sie, die gesamte Vorderfront des Wagens ist mit einer Schicht bedeckt. Auf den Kennzeichen fehlt sie. Für die Fahrt außerhalb des Stadtbereichs waren also andere montiert. Und welche hatte er, als man ihn fand? Seine richtigen. Wir haben sie noch oben im Labor. Das Einzige, was die Streifenpolizei im Wagen fand, war einer seiner Handschuhe. Mhm. Können Sie sich vorstellen, warum Dreier das getan hat? Er wird Geld gebraucht haben. Das ist Schlauberger. Nein, ich meine das Versteckspiel mit den Kennzeichen. Zum Hafen hätte er genauso gut mit der Straßenbahn fahren können. Und wenn er schon mit dem Auto mit falschen Kennzeichen fuhr, hätte er die falschen noch besser drangelassen. Was wollen Sie damit sagen, Katharina? Davor habe ich noch gar nichts. Aber entweder ist der Mann naiv oder stimmt was nicht. Was? Tja, vielleicht, dass er verschwinden wollte. Er hat einen Koffer mitgenommen, Kleider, Wäsche, Nachtsachen, Rasierparat und schließlich unendlich 240.000 Mark, die ihm nicht gehören. Eine komische Geschichte. Wir sollten uns ein bisschen um das Mädchen kümmern. Setzen Sie doch mal Gafka auf die Ferse, Hornschuh. Ich möchte wissen, was sie so tut. Aber was Neues bei euch? Nichts Aufregendes. Für eine Serie von Autodiebstählen. 12 Stück in den letzten Wochen. Keiner von den Wagen wurde wiedergefunden. Das Einzige, was wir rausgekriegt haben, ist, dass jeder Besitzer sich einige Tage vorher in der gleichen Kneipe hatte vorlaufen lassen. Schalupa heißt der Laden. Na, also, das ist doch schon was. Sitzt da immer noch der Mickey Seidenbass drin in der Schalupe? Nee, die haben eine neue, eine Pächterin. Sommerfeld heißt sie oder so ähnlich. Na, Sie kennen den Schuppen doch sicher von früher, oder? Na klar, er hatte doch jahrelang die Sitte. Jahrzehntelang, wollen Sie sagen. Dem Mickey will ich übrigens jeden raffinierten Trick zutrauen. Aber einer Frau? Vielleicht sehen Sie sich das Häschen mal an. Na, Häschen ist gut. Ich wollte übrigens jetzt mal zur Bank, um mir dort die Leute vorzuknöpfen. Mhm. Ach, wissen Sie, Hornschuh, ich möchte eigentlich selber zu der Bank gehen. Na gut. Und vergessen Sie nicht mal, in die Schalupe reinzuschauen. Ich befahle doch nicht Ihr Ernst, oder? Ich werde das trotzdem tun. Er hat eine gewisse Anhänglichkeit an sein altes Dezernat. Da sind Sie ja, Herr Husemann. Herr Hauptkommissar Ketterle, der die Ermittlungen in der Sache Dreier leitet. Husemann. Herr Husemann ist jetzt seit kurzer Zeit bei uns. Bitte. Sie haben Herrn Dreier bedient, Herr Husemann. Ja, in der Tat. Ist Ihnen was Besonderes aufgefallen? Mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass der Kunde recht nervös war. Er bewegte sich sehr hastig, sprach kaum und sah oft auf die Uhr. Aber das ist wohl verständlich. Und diese Nervosität war das Einzige, was Ihnen eigentümlich vorkam? Ja. Ich konnte doch nicht wissen, dass der Kunde mit dem Geld durchgehen würde, was ich ihm auszahlte. Ja, Ihnen hat man doch wohl keine Vorwürfe gemacht. Natürlich nicht. Aber unangenehm ist es trotzdem, derjenige zu sein. Aber ich bitte Sie, was reden Sie denn da? Naja, ich kann das schon verstehen. Mit so einer Sache möchte niemand etwas zu tun haben. Trotzdem wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie versuchen würden, sich genau zu erinnern. Die Anweisung war in Ordnung. Die Unterschriften stimmten, das Konto reichte aus. Warum hätte ich da nicht auszahlen sollen? Erinnern Sie sich zufällig, ob Dreier Handschuhe trug? Wenn Sie mich so direkt danach fragen? Ja, ich glaube, er trug Handschuhe. An beiden Händen oder nur an einer? An beiden, glaube ich. Ja, an beiden. Wieso wollen Sie das wissen? Also, wenn Ihnen weiter nichts aufgefallen ist, dann wird das schon alles. Es ist in Ordnung, Herr Husemann. Schicken Sie mir Herrn Dominke. Und sagen Sie draußen, Herr von Stroß, da möchte ich Sie noch ein paar Minuten gedulden. Jawohl, Herr Direktor.
Husemann hatte den Schalter nur vertretungsweise. Dominke, der eigentlich beide Konten führt, war an diesem Morgen krank. Ist überhaupt oft krank, dieser Mann. Naja, Angestellte, wissen Sie, die leisten sich das eben heutzutage. Beide Konten? Ja, Dreier hatte auch ein privates Konto bei uns. Er hat es übrigens am Freitag vollständig abgehoben. Naja, warum sollte er sein eigenes Geld hier lassen, wenn er schon Fremdes mitgenommen hat? Ja? Ach, du bist es. Nein, du, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Nein, wirklich nicht. Bitte versteh das. Herr Hauptkommissar Ketterle in Sachen Dreier. Ich nehme an, Sie interessieren sich hauptsächlich für die Kontounterlagen. Geben Sie dem Herrn Kommissar die Kontokarte. Nun nehmen Sie schon Platz. Häufige Kontobewegungen auf 2 bis 3 Mal die Woche. Aber nur mittlere Beträge. Das stimmt mit meinen Informationen überein. Dreier spielte. Ja, in Travemünde, aber nie hoch. Sieh mal an. Was reden Ihnen anders eingeschätzt? Ja, wahrhaftig. Diese regelmäßigen Abhebungen hier, 1500 Mark am Ende jedes Vierteljahres? Ich wollte gerade aufkommen. Das ging schon seit 3,5 Jahren so. Können Sie sich das erklären? Unterhalt für eine geschiedene Frau, eine alte Schuld. Da kann viel... Kann ich das Blatt vorübergehend haben? Ja, ich weiß nicht recht. Aber selbstverständlich, Dominguez, Sie haben doch die Buchungsduplikate der Tagesauszüge. Vielen Dank, Herr Fries. Nichts zu danken, Herr Kommissar. Wenn das alles ist. Dominguez, begleiten Sie den Herrn hinaus. Lieber Herr von Stroß, ich bitte Sie sehr um Nachsicht. Sie sehen, womit man sich so täglich herumplagen muss. Entschuldigen Sie, Sie waren dasselbe. Sie haben zwar nicht danach gefragt, aber wussten Sie eigentlich, dass Dreier auch Börsengeschäfte machte? Ach nee. Ja, verstehen kann ich das trotzdem alles nicht. Dreier war ein durch und durch seriöser Kunde. Sie interessieren sich für Ihre Kunden, nicht für alle. Warum haben Sie es nicht schon vorhin gesagt, das mit den Börsengeschäften? Der Fries liegt es nicht, wenn seine Angestellten in Gegenwartsfirmen da eigene Gedanken entwickeln. Übrigens meine Karte, falls Sie noch Fragen haben. Sehr liebenswürdig, Herr Dominke. Wiedersehen. Ein Dreier, nicht wahr? Ja. Ketterle. Hat man Ihnen nicht freigegeben? Doch schon, aber ich wollte nicht. Ich kann es zu Hause nicht aushalten. Wollen Sie sich nicht setzen? Dankeschön. Mein Mitarbeiter sagt, dass Sie uns nicht weiterhelfen wollen. Warum nicht, Fräulein Dreier? Ich habe Ihrem Beamten alles gesagt, was ich weiß. Das kann nicht ganz stimmen. Oder wissen Sie wirklich nicht, an wen Ihr Vater jedes Vierteljahr 1500 Mark zahlte? Kommen Sie darauf? Ich war auf seiner Bank. Sie haben Ihren Vater sehr gern, nicht wahr? Ja, sehr. Wollen Sie wissen, wo er ist? Natürlich. Da müssen Sie meine Fragen beantworten. An wen ging das Geld? Ich weiß es nicht. Jedes Vierteljahr 1500 Mark. Ein hoher Betrag. Ich kann Ihnen darüber wirklich nichts sagen. Glauben Sie mir. Ich weiß nicht, ob Vater das getan hat, was man ihm vorwirft. Nur wenn er es getan hat, dann wäre es vollkommen irrsinnig. Ja, der Meinung bin ich auch. 240.000 Mark können das, was an Existenz aufgeben würde, nicht ersetzen. 100 Mal habe ich mir das gesagt. Sehen Sie. Warum wollen Sie mir dann nicht helfen? Ich kann nicht. Hören Sie, Fräulein Dreier. Mit jeder Stunde, die verstreicht, wird unsere Arbeit schwerer. Wenn wir ihn finden sollen, dann dürfen Sie nicht schweigen. Überlegen Sie sich das. Ich kann mich jederzeit anrufen. Wiedersehen.
Sind Sie schon lange hier, Gafke? Seit 2 Stunden etwa. Immer hat es der Hornschuh auf mich abgesehen. Dafür dürfen Sie ja auch zugucken. Ich nicht. War was? Nicht das Mindeste. Na, dann weiterhin viel Spaß. Danke. Tag heute. Himmel, ich habe mir vergessen, meine Zimmertür abzuschließen. Ich habe es für Sie getan. Sonst stellt Ihnen doch noch jemand den neuen Stuhl rein. Ich soll keine Witze mit dem alten Mann machen. Hat sich Gafke schon gemeldet? Ah, er rief eben an, dass sie eine Bahn nach Hause genommen hat. Ich will ihn jetzt ablösen. Was machen Sie? Ja, ich habe an ein Bier gedacht oder Kino. Oder warten Sie mal. Kennen Sie die Schaluppe? Die Kneipe mit den Autodiebstählen? Also wollen Sie sich das Häschen doch mal ansehen? Diesen Typ von Häschen kenne ich bereits. Setzen Sie mich da ab, bevor Sie nach Hause fahren. So lange wird es Gafke noch aushalten. Dami, Kunde für dich. Ich komme. Wann? Am besten gleich. Aha. Rechnung, bitte. Nein, warum denn? Nein, das ist doch total. Es gibt doch noch Freunde. Wir sind doch lieb. Komm. Das sind doch viele. 12,80 Mark. 12 Mark? Ja. Ein Kran, bitte. Ja, gleich. Ein bisschen haben Sie auch verändert, Inspektor. Wie bitte? Als Sie sofort da kamen. Früher haben Sie mich immer Rosi genannt. Wissen Sie das nicht mehr? Rosi? Ja, ist lange her. Gibst du mir noch einen? Nimm ich auch einen? Klar. Also hast du damals doch Schluss gemacht. Feiner Laden, den du hast. Naja, Sie haben noch mächtig ins Gewissen geredet. Wissen Sie noch, was Sie gesagt haben? Rosi, du bist viel zu hübsch für sowas und zu gescheit. Na, Hübschheit ist Kapital, Inspektor, habe ich gesagt. Na, dann überlass man das denen, die dämlich sind, haben sie gesagt. Köpfchen ist nämlich auch Kapital. Ach, es war eine widerliche Geschichte. Ich sah schon Untersuchung, als sie die Richtige schnappten. Wissen Sie es noch? Natürlich. Prost. Prost. Naja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damals ihretwegen Schluss gemacht. Rosi! Ja. Gib mir noch einen. Ist ja lieb zu mir. Es gibt keinen mehr. Schluss. Herr Inspektor. Du kannst jetzt nach Hause fahren. Die Nacht steige ich mir um die Ohren.
Ist's drin? Seit 20 Minuten. Mach's gut. Komm rein, Mensch. Mach schon. Den ganzen Tag stehe ich mir die Beine in den Bauch und kaum kommst du, ist gleich was los. Was wärst du jetzt ein Chauffeur für die Heimfahrt? Na, fabelhaft, wie ein Verwöhnt. Ja, und da hatte ich gehabt. Wir hatten eine feine Wohnung in der feinen Gegend. Direkt am Kloster stehen. Was mit ihm? Ja, lassen wir das. Es hat gerade gereicht, um mich aus dem Dreck zu ziehen. Schon vorbei. Aber was mit deiner Wohnung, Rosi? Bist du allein? Sie sind doch nicht einfach auf Abenteuer aus, Max. Nein, ich hab vermietet. Ruhiger, seriöser Herr. Wir beißen uns nicht. Zahlen, bitte. Ja, komm. Moment. Was suchten die in dieser Gegend? Verstehst du das? Nee, warum soll ich? Es muss doch hier gewesen sein, zum Teufel. Seit Farmsen jagen wir unter Lebensgefahr im Taxi nach, damit sie dir im letzten Augenblick durch die Lappen geht. Es war bei mir. Vor dem Laden da drüben habe ich sie doch gesehen. Sie sind Frau Stockhardt, nicht wahr? Tut mir leid, wir haben bereits geschlossen. Ich komme nicht wegen des Geschäfts. Mein Name ist Dreier. Ingrid Dreier. Ich sagte Ihnen schon, dass wir zu haben. Frau Stockhardt, wo ist Ihr Mann? Haben Sie gestern hier angerufen? Ich wollte Sie fragen... Was gehen mich seine Weibergeschichten an? Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Kommen Sie doch nicht so, als ob Sie nicht wüssten, wer ich bin. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Was weiß ich, wo er sich herumtreibt. Interessiert mich auch nicht. Er war also 2 Tage lang nicht hier. 2 oder 3 oder auch 4. Der macht doch, was er will. Lassen Sie mich jetzt endlich in Ruhe. Herrgott, noch mal, Frau Stockhardt, seien Sie doch nicht so stur. Schließlich geht es um Leben und Tod. Wessen Leben und wessen Tod meinen Sie denn, Fräulein Dreier? Warum reden Sie nichts? Erst schreien Sie hier rum, als ob ich niemand auf der ganzen Welt wichtiger wäre als ich. Und jetzt starren Sie mir Löcher in den Anzug. Was ist gestern Morgen in unserer Wohnung geschehen? Aber gnädiges Fräulein, die Zeitungen sind voll davon.
Ihr sauberer Herr Vater hat seine Koffer gepackt, eine 250.000 Firmengelder von der Bank geholt und ist abgehauen. Schließlich nicht das erste Mal. Sie wissen, dass er es nicht getan hat. Damals nicht und heute nicht. Hier, hier steht's doch, dass er unschuldig ist. Und Sie haben es genauso gut gelesen wie er. Angst hatten Sie. Er könnte den Spieß jetzt umdrehen, nachdem Sie ihn jahrelang erpresst haben. Deshalb waren Sie gestern bei ihm. Haben Sie doch gesehen. Ich habe am Dienstagmorgen mein Geschäft nicht verlassen. Meine Frau kann das bezeugen. Ihre Frau hat vor 5 Minuten gesagt, dass Sie seit... Vor 5 Minuten hat sich meine Frau geirrt. Ach, so ist das. Ich hoffe, Sie haben keine Dummheiten gemacht, Fräulein Dreier. Die Polizei hat mit der alten Sache nichts zu tun, ich warne Sie. Amt und Mist, das hat uns gerade gefehlt. Da, da ist sie. Aus dem Laden ist sie rausgekommen. Bleib hinter dem Mädchen, los fix. Der Alte ist in einer Kneipe namens Schaluppe, wenn du ihn brauchst. Ich hol dich über Funk. Fällt Ihnen ein, solchen Lärm zu schlagen? Kriminalpolizei. Ich habe vor wenigen Sekunden hinter der Ladentür einen Mann stehen sehen. Den möchte ich gern sprechen. Das ist unmöglich. Mein Mann ist seit gestern früh nicht hier gewesen. Da muss es jemand anders gewesen sein. Jemand, der einen Schlüssel hat, meine ich. Niemand hat einen Schlüssel, außer mir und meinem Mann. Und der ist nicht da. Am besten lassen Sie mich mal einen Blick reinwerfen, Frau Stockhardt. Kommen Sie. Mitten in der Nacht. Soll ich Ihnen vielleicht eine Kanne Tee kochen? Vor ein paar Minuten hat eine junge Dame ihren Laden verlassen und kurz darauf habe ich durch die Ladentür hindurch hier einen Mann herumgehen sehen. Wer war der Mann und wo ist er? Ich war die ganze Zeit oben. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Wann, sagen Sie, war Ihr Mann zuletzt hier? Gestern früh, aber das geht Sie nichts an. Oh doch. Seit gestern früh ist ein Mann namens Wendelin Dreier verschwunden. Dreier? Ja, Dreier. Wendelin Dreier. Das Mädchen vorhin in Ihrem Laden war Dreiers Tochter. Über die Angelegenheiten meines Mannes weiß ich nicht Bescheid. Ich kümmere mich um die Wohnung und ums Geschäft. Alles andere geht mich nichts an. Da müssen Sie ihn schon selber fragen. Das will ich ja gerade. Sie haben doch Telefon. Na, den wollen wir mal endlich. Ich habe schließlich nicht die ganze Nacht für dich Zeit. Aber du kannst dich auf mich verlassen, Rosi weiß das. Was, Rosi? Mhm. Wie müssen wir denn wieder Kummer machen? Was denn wegen Irmi? Dann lassen Sie mal die Kleine schon in Ordnung. Noch eine? Nein, nein, lieber nicht. Für mich wird es auch Zeit. Aber du wolltest noch die Geschichte von deinem Kanarienvogel zu Ende erzählen. Ach ja, richtig. Also vorigen Montag ist er plötzlich eingegangen. Ganz plötzlich. Ah. Ja, aber als ich am nächsten Morgen aufstand, habe ich ihn wieder singen gehört.
Das glaubt mir kein Mensch. Ist doch direkt unheimlich, sowas, ja, ne? Die wahre Liebe über Skorp hinaus. Ja, Sie glauben mir auch nicht, ich merke schon. Aber ich hab's ganz deutlich gehört. Dankeschön. Schaluppe. Wie? Ja, der ist hier. Moment. Für Sie. Ich dachte, Sie wären per Zufall vorbeigekommen. Stimmt doch, Rosi. Hm. Ja, was ist los? Ach, Sie, Hornschuh. Was sagen Sie? Ja. Ja, ich bin im Bilde. Hm. Ist ja komisch. Und die Frau? Na schön, Hornschuh. Leiten Sie morgen früh sofort Recherchen zur Person dieses Burschen ein. Wie heißt er denn? Hm. Gut. Ja, also leiten Sie Recherchen ein und berichten Sie mir dann. Nacht für heute. Was denn, schon weg? Ein Mann ohne Vergangenheit. Nirgends in Erscheinung getreten, keine Vorstrafen. Bei der hiesigen Staatsanwaltschaft vor ein paar Jahren Ermittlungen einer Nötigungssache. Es wurde nicht mal Anklage erhoben. Der Räuberstock hat nicht rauszukriegen. Zugezogen aus Remscheid. Sagen Sie mal, Hornschuh, haben wir nicht vor kurzem über Remscheid gesprochen? Wann war das? Dienstag früh, als Sie in der Zeitung von dem Hotelbrand gelesen haben. So ein Gedächtnis möchte ich auch noch mal haben. Remscheid. Würden Sie mich für verrückt halten, wenn ich wissen wollte, wo Dreier zu der Zeit gesteckt hat? Wird nicht schwer sein, das herauszubekommen. Stellen Sie sich doch mal vor, Hornschuh. Ein unauffälliger, biederer Durchschnittsmensch. In geordneten Verhältnissen. Mit einem netten Einfamilienhaus. Ein Mann ohne Ehrgeiz. Und ohne großartige Ideen. So ein packt plötzlich der Rappel. Er verschwindet mit 240.000 Mark und gibt eine gesicherte Existenz auf. Da stimmt doch was nicht. Herr Fräulein Prinz? Ja. Ja, natürlich. Sagen Sie ihr, ich werde kommen. Es geht los, Hornschuh. Fräulein Dreier hat eben angerufen und gefragt, ob sie mich sprechen kann, heute Abend nach Dienstschluss. Ach, Sie sind das. Ich telefoniere gerade. Darf ich Ihnen den Schlüssel runterwerfen? Nein, Frau Sommerfeld, es war nicht der Elektriker. Wie? Ja, ich werde an die Steckdose denken. Bitte? Ja, ich werde an Sie denken. Meine Wirtin, die erledigt fast alles telefonisch. Sie hat ein Lokal und ist abends. Das habe ich mir doch gedacht. Wie meinen Sie? Ja, ich habe sie draußen auf dem Türschild gelesen. Ich kenne Ihre Wirtin seit 12 Jahren. Wollen Sie nicht hereinkommen? Danke, ich habe einen Herrn in Fußmittel verfehlt und für meine nächste Verabredung ist noch zu früh. Und da dachte ich, guck's mal rein. Bitte? Darf ich fragen, wie Sie die Bekanntschaft meiner Wirtin gemacht haben? Ich fühle mich nicht befugt, darüber zu reden. Es war eine amtliche und auch eine persönliche Sache. Also? Aber bitte, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Nett haben Sie es hier. Ja, weswegen ich eigentlich gekommen bin. Ich habe ganz vergessen, Sie zu fragen, ob Dreier sein Privatkonto vollständig aufgelöst oder ob er nur einfach den Betrag abgehoben hat. Warten Sie, ich glaube, er hat nur abgehoben. Das Konto besteht weiter, mit einer Mark oder so. Aber das muss doch aus der Kontokarte. Ja, das ist ja gerade. Auf der Kontokarte ist der Vorgang überhaupt nicht eingetragen. Eine unbegreifliche Nachlässigkeit. Aber Dreier hat natürlich einen Tagesauszug erhalten. Er muss bei ihm zu Hause liegen. Vielen Dank für den Tipp. Ich wollte ohnehin von hier aus nach Farmsen.
Übrigens, ein Mann namens Stuckart ist in die Sache verwickelt. Er betreibt einen Kleiderverleih in Ottensen. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein, noch nie. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Lassen Sie, ich mach das schon. Sind Sie doch hinten bei Sommerfeld? Nein, natürlich nicht. Nein, im Gegenteil. Wie bitte? Sie wollen schon gehen? Einen Augenblick, bitte. Ja, ich habe noch ein Rendezvous mit einer jungen, hübschen Dame, da darf man nicht zu spät kommen. Also nochmals besten Dank, Herr Domingo, und hoffentlich habe ich Sie nicht zu lange aufgehalten. Aber ich bitte Sie, das macht doch nichts. Ich bekomme so selten Besuch, wissen Sie. Wiederschauen. Ja, hallo? Ich habe zwar erwartet, dass Sie anrufen, Fräulein Dreier, aber nicht, dass es so bald sein würde. Eine lästige Sache, diese Zigarillos. Immer sind Sie in der falschen Tasche. So, das wär's. Hübsch haben Sie es hier. Sehr hübsch. Sie hätten mich ruhig eher einladen sollen. Herr Kommissar, ich weiß etwas, wovon ich gestern, als Sie mich sprachen, noch keine Ahnung hatte. Ach. Bitte, lesen Sie. Das habe ich schon gelesen. Am Dienstagmorgen. Ja, mein Vater auch. Die Zeitung lag so gefaltet in der Küche. Jahrelang hätte er Grund genug gehabt, mit ein paar tausend Mark auf und davon zu gehen. Aber nachdem er das da gelesen hat, kann ich es nicht glauben. Sie müssen schon etwas deutlicher werden, Fräulein Dreier. Erinnern Sie sich an den Hotelbrand in Remscheid vor 6 Jahren? Ziemlich genau sogar. Ungelöste Fälle vergisst man nicht so leicht, auch die von Kollegen nicht. Immerhin kamen damals 5 Menschen ums Leben. 4. 5. Sie haben es doch in der Zeitung gelesen. Der 5. war mein Vater. Wie bitte? Offiziell ist mein Vater seit 6 Jahren tot. Ja, wollen Sie mir das nicht erklären? Vater arbeitete in dem Hotel als Buchhalter. Er entdeckte das Feuer, das sich im Erdgeschoss ausbreitete, und erreichte gerade noch den 1. Stock, um in aller Eile Geld und Wertsachen aus dem Panzerschrank zu holen. Dann sprang er in den Lichtschacht. An der Hintereinfahrt stand der Tagesportier. Der fragte ihn, warum er keinen Alarm gegeben habe und was er da in der Hand halte. Vater verlor die Nerven und anstatt die Sache mit ein paar Worten aufzuklären, warf er die Tasche mit dem Geld hin und rannte weg. Das Dümmste, was er machen konnte. Der Portier hieß Stockart. Ja. Vater stand dann auf der Liste der Todesopfer. Und als man Brandstiftung vermutete, wagte er sich nicht mehr zu melden. Eine Verdächtigung durch Stockart wäre schwer zu widerlegen gewesen. Aber auch schwer zu beweisen. Vater war vorbestraft wegen Unterschlagung. Die Hotelleitung wusste das. Wann hat Stockart angefangen, Ihren Vater zu erpressen? 2 Jahre später. Wir wohnten schon hier. Vater hatte gerade eine neue Stellung gefunden. Wir fingen an, ein ganz normales Leben zu führen. Da tauchte Stockart plötzlich auf. Er wusste natürlich, dass ein Hinweis bei den Cassandra-Werken genügt hätte, Vater um seine Existenz zu bringen. Darum haben wir gezahlt. 1.500 Mark jedes Vierteljahr. Zuerst weniger. Dann wurde Stockart immer unverschämter. Aber jetzt, wo man den richtigen Täter gefasst hat, wo alles aufgehört hätte, ausgerechnet da soll Vater... Ach, das ist doch ausgeschlossen. Darf ich wissen, was Sie gestern Abend bei Stockart wollten? Ist das hier sein Schlafzimmer? Nein, nebenan. Na?
Ja, ich war bei Stuckert. Ah. Ich hatte einen wahnwitzigen Verdacht. Ein kleiner Junge von nebenan, der hatte irgendwas durchs Garagenfenster gesehen. Das war ein ziemlich wirres Zeug, was er da erzählt hat. So, was denn? Es hörte sich so an. Ich dachte, Vater hätte ihn umgebracht. Stockert? Na ja, aus Notwehr. Er war am Dienstagmorgen hier. Ich habe ihn gesehen, wie ich zur Arbeit gegangen bin. Erst später ist mir klar geworden, was er hier gewollt haben konnte. Er hatte auch die Zeitung gelesen. Ungültig, natürlich. Und das Bad? Da. Vater muss sehr zerstreut gewesen sein. Er hat meine Zahnbürste und auch meinen Kamm eingepackt. Sehen Sie, das hier ist seine. Ist sein Kamm größer als Ihre? Nein, meiner ist größer. War das Haus geschlossen, als Sie zurückkamen? Ja, wie immer. Auf die Tür zur Garage. Das Fenster. Das Garagenfenster. Mit dem Garagenfenster war was anders als sonst. Dass ich daran nicht gleich gedacht habe, das muss ich Ihnen zeigen. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Hier am Tor. Vater wollte es schon lange ändern lassen, es ist unpraktisch. Sehen Sie, sonst war das Fenster bei waagerecht stehendem Griff geschlossen. Und jetzt ist es... Ja, wissen Sie das genau, Fräulein Dreier? Ja, ganz genau. Ich habe das Fenster 100-mal auf und zu gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum Vater... Oder sollte irgendjemand... Entschuldigung. Ist da jemand? Können Sie mich auf selben Wege nach Ottens fahren? Kriminalpolizei. Das kann jeder sagen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der von der Mordkommission, den kenne ich. Herr Ketterler, Hauptkommissar. Fahren Sie schon, aber schnell. Ja, Frau Morawski. Und nochmals vielen Dank und dann bis morgen. Auf Wiedersehen. Genauso gut ein Taxi genommen haben. Wir müssen vor ihm da sein. Herr Ketterle!